Das kommt nicht ganz hin. Ich bräuchte noch ein Blatt Papier. Ich tue jetzt einfach noch einen davon hier drauf. Beziehungsweise ich nehme ihn mal weg. Und dann sieht man es gleich. Oh, die MC-Höhle läuft gerade im Hintergrund. Ah, brennen für ein paar Fackelchen. So, hat nicht gereicht. Turn on. Turn off, turn on, turn off. Hello. Torches. 6 Stück. Die werden uns erstmal weiterhelfen hier beim Hausausbau. Aufbau, Ausbau. Ja, irgendwie halt, ne? So halt noch nicht mal so. Ich muss erstmal Eingangstür Nummer 1. Eingangstür halt Küche. Und zwar hier. Na, zweite Fackel. Wo bist du? Ach, der tut die hier oben wieder ablegen. Das, diesen Fehler haben sie zum Glück behoben. Das war einmal. So, hier oben eine. Und zwar dahin. Eine Sekunde mal. Hier mittig. Ja, das ist gut. Hier brauchen wir soweit keine. Können dann nochmal runtergehen. Und es sieht eigentlich hell genug aus für mich jedenfalls. Ich tue jetzt trotzdem nochmal eine Fackel hier hin. Und yes. Ein bisschen Stoff hier. Yeah. Bisschen Stoff ist immer gut. Haben wir da hinten nicht an den Fenstern rein. So. Dann hätten wir hier vielleicht noch ein kleines Zwischenlager. Ich könnte maximal... Achso, das Öl kann ich ja noch zusammenführen. Das Moldy Water habe ich schon komplett. Die zwei Jars kann ich jetzt nichts mit anfangen. Kann ich jetzt droppen. Kann ich überlassen. Ich droppe sie jetzt einfach mal. So, dann laufen wir die Richtung, wo wir hin wollten. Diese hier. Halt. Ah, nee, so ein Scheiß nehme ich nicht mit. So. Das ist noch eins von diesen Big Mouse House. Cool Roots. So, jetzt aber die richtige Richtung, Jungs. Der Grat der Welt. Upsala. Ja, und noch mehr von diesen Fuck. Ja, genau. Ich sag's nicht. Scribbity-Dab. Halt, Recycles. Wir können noch diese Tinland-Mine machen mit Scrap Iron und Gunpowder. Die sind sehr effektiv. Ich behalte das mal. Und wie ihr seht, wir laufen die richtige Richtung. Mal sehen, wo uns das Ganze hinführt. Boah, Bärchen, ey. Jetzt hast du mir aber ganz schön Schrecken eingejagt, du. Das war jetzt unfair. Muss ich echt über diesen Abhang erstmal da hoch? Die Ausweichroute nehmen. So, das hat wunderbar geklappt. Den möchte ich aber mitnehmen. Komm, anschleichen. Komm her, mein Freund. Er hat gesessen. Yes, this was very good. Wir haben ihn erwischt mit einem Schlag, so richtig hat man zum Boden gestreckt. Die Fühlerchen rausgeholt. Jetzt laufen wir schon fast wieder in den Norden. Nichts in den Wägelchen. Konnte ich denn inzwischen 6 Points ist ein bisschen wenig.
Quality Joe hatte ich zwar schon, aber... Ja, zwei Plätzchen haben wir. Ich könnte es riskieren, den auseinanderzunehmen. Dann habe ich wieder Sprit und mein Leder. Ich möchte aber Leder so können. Ich habe jetzt meine geilen Waffen. Oh yeah. Da kann ich sonst nichts draus machen, deswegen scrappen. Richtung. Da komme ich auf. Dann ist ja mein Zuhause gar nicht so weit weg. Ich hätte doch querfeld einlaufen können. Wäre auf diese Straße gestoßen. Okay. So, die nächste Unterhaltung führe ich mit dieser netten Dame dort hinten. Das sieht aus wie eine Einheimische. Die kann mir gewiss den Weg erklären. Auch ein Moldy Bread. Nehme ich mal gerade mit. Fräulein, können Sie mir vielleicht erklären, nicht so stürmisch, langsam. Was? Wer bist du denn? Alter Verwalter, wie gut, dass ich die mit zwei fucking wenigen Schlägen hier einfach nur zerbröseln kann. Hey, warte mal. Ein Schlag. Cool. Irgendwie hören die das alle. Komm, ich schmeiß sie doch wieder weg. Ich höre das Druppeln. Oh yes, da habe ich das Druppeln gehört. Habt ihr es auch gehört? Alter, jetzt kommen sie aber wieder alle auf einmal. Na komm, jetzt ein bisschen lasse ich euch rankommen. Okay, komm, 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 komm. So ist brav. Puh. Er hat Kleber. Kleber nehme ich mit. Ja, nichts. Die Mami ist von Fett besessen. Ja, puh. So, damit hätten wir das auch wieder geschafft. Ich verarze mich mal, obwohl ich überhaupt nichts habe. Ist mir egal. Das muss einfach weg. So Leute, wart ihr wohl voreilig. Und du? Nichts passiert. Gut. Lass mal so liegen. Ist ja sowieso gleich wieder Tag. Kann also jetzt nichts Großartiges mehr passieren, wenn ich jetzt nichts falsch mache. Und wir steuern auch wieder direkt auf die nächste Folge zu. Noch eineinhalb Minütchen. Ich muss mich beeilen. Ich bin ja so weit fern von zu Hause. Ha, es geht doch wieder hier runter. Und da hinten ging's. Wohin? 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 Schweini. Ach, hier war See. See und Schweini. Also, es führte zu einem Gigantus See. Oh, mit einem Schlag und dann verblutet. Das tut mir jetzt aber schrecklich. Bin ich sogar leid. Jo. Ne? Okay, leid. Leid. Leere Gläser sind übrigens kacke. Kann ich nichts mit anfangen. Ich fülle mal gerade die Gläser und dann ist die Folge auch schon vorbei. Pass mal auf. So, Fackeln dahin. Da, 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 da. So, weg, runter und aufladen. Weg. Okay, mit einer weiteren... Alles wieder voll, das lohnt schon wieder nicht. Aber wie passiert denn das? Nur weil ich hier am Looten bin wie ein Blöder, dann kann ich auch wieder zurück. Ah, nee, diesmal nicht. So, bereitet euch vor. Wir laufen einfach weiter.